Kommt auf jeden Fall einfach ein Typ rein, redet mit niemandem. Geht hoch, knackt zwei Schlösser, guckt, was in den Räumen ist. Geht ohne ein Wort zu sagen an ihm vorbei und geht runter. Bam! Oh, Schleichangriff mit sechsfachem Schaden. Suck on this. Okay, das war einfach. Gib mir dein Gold. Okay, der Rest ist Diebstahl. Ich will eigentlich noch nichts klauen, weil wenn ich vergesse, dass ich geklaute Sachen bei mir rumtrage und bei einer Wache die Strafe bezahle und sie mich abführt, dann ist alles weg. Gut, dann legen wir uns mal zu Rufio ins Bett. Hallo, ich leg mich zu dich. Da, mein Freund. Die Tat ist also getan. Woher ich das weiß? Ihr werdet sehen, dass die dunkle Bruderschaft eine Menge weiß. Denn ihr seid nun ein Teil der Familie. Ja, es war auch keine Leistung zu wissen, dass er tot ist, wenn ich direkt neben der Leiche geschlafen habe. Mein Leben für die Bruderschaft. Ja, wir wollen ja nicht zu enthusiastisch sein. Deswegen nehmen wir die neutrale Variante und was jetzt? Nehmt euer Schicksal an. Indem ihr Rufio erschlugt, unterschriebt ihr einen besonderen Vertrag. Die Art der Exekution war eure Unterschrift und Rufios Blut diente als Tinte. Mir als dem Sprecher der Schwarzen Hand untersteht eine besondere Gruppe innerhalb unserer Familie. Ihr werdet dieser Gruppe beitreten und die erhaltenen Aufträge erfüllen. Als nächstes müsst ihr euch nach Chardinal begeben, in das verlassene Haus in der Nähe der östlichen Stadtmauer. Geht in den alten Keller und versucht, die schwarze Tür dort zu öffnen. Jemand wird euch eine Frage stellen. Antwortet so: Sanguin, mein Bruder. So erhaltet ihr Zutritt zur Zuflucht. Sprecht dort mit Ocheva. Es ist nun die Zeit des Abschieds für uns, denn es ist vieles noch zu tun. Ich werde euren Fortschritt verfolgen. Willkommen in der Familie. Yay. Okay. Ihr seid nun eins mit der dunklen Bruderschaft. Besucht Ocheva in der Jardinal-Zuflucht und euer neues Leben wird beginnen. Mein neues Leben. Ich fühle mich, als ob ich ein Makeover hatte. Okay. Ich gehe vor dir raus. Gut, dann... okay. Ihr habt nichts getan. Tschüss. Aber ich hätte trotzdem gerne diesen Bogen. Soll ich ihn töten? Na, lassen wir das lieber. Obwohl... Ach, dann kriege ich wieder so ein doofes Kopfgeld. Ich habe nicht wirklich Lust auf ein Kopfgeld. Ach Quatsch. Gut. Chardinal, jawohl. Und zack. Dann schauen wir mal in der dunklen Bruderschaft vorbei. Bei ihrem Hauptsitz. Und als nächstes werde ich dann wahrscheinlich erstmal ein paar Magiergilden durchgucken. Um nach meinen Spells zu suchen. Die sind nämlich extrem nützlich und ich habe so das Gefühl, dass sie mir das Leben extrem erleichtern werden. Wenn ich mich unsichtbar machen kann, wenn ich im Dunkeln sehen kann. Ah ja, das perfekte Raubtier. Hier, da. Nein, ich werde gesehen. Ach, egal. Ich wüsste nicht, warum mir die Wachen irgendwie ein Kopfgeld aussetzen sollten, wenn ich ein verlassenes, verbarrikadiertes Haus aufschließe. Ich glaube, das ist denen wahrscheinlich egal, wer hier reinmarschiert. Die denken wahrscheinlich eh, dass das gesamte Haus hier verflucht ist oder so. Und es ist kein Diebstahl, wenn ich was klaue. Yay. Na gut, und dafür gibt's ja auch nichts. So, dann wollen wir mal gucken. Den geheimen Eingang finden. Der natürlich, wie sollte es auch anders sein, im Keller ist.
So, okay. Und jetzt wird es gruselig. Oder auch nicht. Und hier haben wir den geheimen Eingang zur dunklen Bruderschaft. Eine der coolsten Gilden überhaupt, zumindest hier in Oblivion. Welche Farbe hat die Nacht? Sanguin, mein Bruder. Willkommen daheim. Wir sind drin. Seid gegrüßt, Bruder. Seid gegrüßt. Ich bin Orceva, die Herrin dieser Zuflucht. Lucien hat mir alles über euch erzählt. Ich heiße euch bei der dunklen Bruderschaft willkommen. Ihr seid nun in unserer Zuflucht. Möge sie euch als neues Zuhause und Ort der Sicherheit und Gemütlichkeit dienen, wann immer ihr einen solchen benötigt. Wenn ihr zur Arbeit bereit seid, sprecht mit Vicente Valtieri. Er ist für alle Aufträge für neue Familienmitglieder zuständig. Bevor ihr geht, nehmt bitte dieses Geschenk eurer neuen Familie an. Eine einzigartige Rüstung, leichter als normales Leder und so schwarz wie die Nacht. Doch ich halte euch schon viel zu lange auf. Vicente wartet schon. Ihr findet ihn in seinem Quartier. Geht jetzt, mein Kind, und möge Sitis mit euch sein. Geht nun, geschätztes Familienmitglied. Naja, das ist ja so die kleine Mafia von Oblivion. Die Untergrundmafia. Und wir haben unsere Ausrüstung, soweit ich das gesehen habe. Gut, eine Waffe gibt's leider noch nicht, vielleicht später einen Bogen. Aber dafür haben wir jetzt eine Rüstung bekommen. Und die Rüstung ist verdammt imbar. Zumindest für den Anfang. Und ich glaube, das wird man noch ein ganzes Weilchen lang tragen können. Schleichen, 8 Punkte, perfekt, ich brauche Schleichen. Schütze, 8 Punkte, perfekt, ich brauche Schütze. Illusion. Mit der Fähigkeit Illusion lernt man so Sachen wie Chamäleon und Unsichtbarkeit, perfekt. Schwertkampf, gut, okay, brauche ich nicht so wirklich. Akrobatik, warum nicht? Aber die Werte darüber wirklich, also perfekt. Und 9 Rüstung. Im Vergleich dazu den Brustpanzer, den ich gerade von der Hauptstoryline gekriegt habe. 4 Schutz. Und welche Quest war einfacher? Die Storyline, wo ich mir wirklich den Arsch aufgerissen habe und von Scumps verprügelt wurde. Oder die dunkle Bruderschaft, wo ich irgendeinen alten Opa killen musste. Okay, der allererste Kill war eindeutig schwieriger. Aber gut. Gut, der Anzug wird vielleicht besser an der Frau aussehen. dieser schöne enge Lederanzug. Aber okay. Und die Kappe auch wunderschöne Werte. Das heißt, ich habe auf die ganzen Werte insgesamt plus 10. Sehr geil. Okay. Ich habe so viel von euch gehört. Willkommen in unserer Familie. Du hast viel von mir gehört? Wie das denn? Aber warum, Schwester? Was soll das Ganze? Was soll die ganze Umherschleicherei und Versteckerei? Mein lieber Gogron, ihr seid einer der Lebenslöscher der dunklen Bruderschaft. Und das Icon wird zur Hand. Will er mir etwas sagen? Schatten und Täuschung sind unser Credo. Okay. Sind euch gut. Unsere Geheimnisse nichts? Ich soll mit Vicente reden. Ich glaube, der war unten. Jawohl. Hier, der Chef. Da seid ihr. Wie schön, euch endlich zu treffen. Und seid ihr überrascht? Er ist ein Vampir. Seid herzlichst gegrüßt. Ich nehme an, ihr habt bereits mit Orceva gesprochen. Ich bin Vicente Valtieri. Ich organisiere die Aufträge für alle neuen Mitglieder der Familie. Bitte lasst euch von meiner Erscheinung nicht beunruhigen. Die Bedürfnisse und Gebote der dunklen Bruderschaft kommen vor meinen eigenen Bedürfnissen als Vampir. Wenn ihr nun bereit seid, mit der Arbeit zu beginnen, gebe ich euch euren ersten Auftrag. Gut, dann... Sag mir etwas über diesen Botschafter, der mich aufgenommen hat. Als ich in die Familie kam, wurde diese Zuflucht von einem anderen Sprecher geleitet. Lucien übernahm, als sie beim Erfüllen eines Auftrages getötet wurde.
Okay, das war kurz und knapp. Etwas mehr über die Mutter der Nacht, die von allen verehrt wird hier. Die Mutter der Nacht spricht nur mit einem einzigen Mitglied der dunklen Bruderschaft, dem Zuhörer der schwarzen Hand. Und wenn unsere Herrin spricht, dann folgt der Tod. Also diese Mutter der Nacht verteilt quasi die Aufträge von oberster Stelle. Gut, aber fangen wir mal mit dem nächsten Auftrag der Bruderschaft an. Ein Auftrag ist ein geheimer Pakt mit der dunklen Bruderschaft. Sie geben uns Gold und wir eliminieren eine Person. Ein Auftrag wird durch einen erfahrenen Meuchelmörder wie euch ausgeführt, der die Verpflichtung der dunklen Bruderschaft gegenüber unseren Kunden erfüllt. So war es schon immer. Bei der Ausführung eines Auftrags könnt ihr euch einen Bonus verdienen, wenn ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Nun lasst uns beginnen. Ich weiß nicht, was ihr von Piraten haltet, aber ihr müsst einen töten. Einen Kapitän, um genau zu sein. Auf seinem Schiff, umgeben von seiner Mannschaft. Wie sieht es aus? Mach ich mit links. Hervorragend. Ihr müsst Folgendes tun. Geht zum Hafenviertel der Kaiserstadt. Dort liegt ein Schiff vor Anker. Die Marie Elena. Geht an Bord des Schiffes und sucht den Kapitän Gaston Tissot. Er hält sich vermutlich in seiner Kajüte auf. Tötet Tissot auf beliebige Weise. Die Piraten sind dabei, ihr Schiff zu beladen. Ihr könnt euch möglicherweise in einer der Kisten an Bord schmuggeln. Ach, und noch etwas. Fragt eure Brüder und Schwestern nach aktuellen Aufträgen. Ihr Rat kann sehr wertvoll sein. Gut. Und was war jetzt der Bonus? Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Nochmal auf Als Pirat hat Gaston Tissot sicherlich eine Menge Blut vergossen. Jemand ist auf Rache aus und hat uns angeheuert, um sie auszuführen. Okay. Gut. Lebt wohl, Bruder. Vergesst es. Gold und Zauberdinge sind keine Wahrscheinlich darf ich nicht gesehen Freiheit, werden oder überall und jederzeit jemanden totschlagen zu dürfen. Oh, ich heiße euch herzlich willkommen. Jo. Ich bin Tee. Ah ja. Mögen eure Pfeile immer ins Schwarze treffen. Tut mir leid, wenn ich für einige Leute die Story nicht genug durchkau oder nicht alle Dialogoptionen durchmache, aber ich habe nicht wirklich vor, ja. Über 100 Parts Oblivion zu machen, ganz ehrlich. Ich heiße euch in unserer Familie willkommen und an diesem Zufluchtsort. Fühlt euch hier wie zu Hause, liebevoll umarmt von der Mutter der Nacht. Auftrag? Die Marie Elena, sagt ihr? Das Schiff habe ich gesehen. Es hat einen außergewöhnlichen Balkon am Heck. Ich nehme an, er führt direkt zur Kajüte des Kapitäns. Könnte hilfreich sein. Das klingt doch gut. Vielen Dank. Sittes sei mit euch. Sanguin, mein Bruder. Einer der coolsten Beitrittssprüche. Ich wollte mit euch reden. Willkommen, mein Bruder. Wie schön, euch endlich zu treffen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung bei euch. Die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin auf einem Gefängnisschiff gereist. Es war eng und dunkel. Es gibt kaum Platz, um sich zu bewegen, aber dafür viele dunkle Winkel, um sich zu verstecken. Vergesst das nicht. Ja gut. Wir sehen uns. Nein, geh nicht weg. Ich frage mich, ob es hier auch einen Zauberhändler gab oder irgend sowas in der Art. Oder generell Händler? Ich glaube schon. Oder vielleicht wurden die erst später verfügbar? Eure Anwesenheit. Wie hier, ich sehe, habt ihr den Auftrag von Vicente angenommen. Sehr gut. Jedes Leben, das ihr nehmt, stärkt Sittis und lässt die Bruderschaft aufblühen. Kann ich auch nichts kaufen. Na gut, Auftrag? Ich habe auch mal einen Piraten umgebracht. Das Schiff war zu der Zeit natürlich auf hoher See. Irgendwo zwischen Wardenfell und Solstheim. Das waren noch Zeiten. Gut. Nun geschätztes Familienmitglied. Dann werden wir jetzt mal die nächsten paar Videos dunkle Bruderschaftsaufträge machen.